Skorpion, Liebe. Der Februar bringt eine Wundertüte voll Überraschungen in der Liebe. Am 13.02. wechselt Mars in den Wassermann. Und da der Skorpion vom Mars bestimmt ist, neben Pluto, heißt es jetzt, in der Liebe mehr Toleranz und Freiheit zuzulassen. Eigentlich lernen Sie das schon im ganzen Jahr 2023. Doch der Februar 2024 will Sie testen, ob Sie Ihre Lektion auch verstanden haben. Noch immer heimlich das Handy des Partners lesen, seine Tasche durchsuchen. Solche Kontrollzwänge sollten mit Mars im Wassermann endgültig vorbei sein. Am 22.02. steht Venus in Konjunktion zu Mars und hilft Ihnen, sich innerlich auszugleichen und tiefes Verständnis für den Partner, Ihre bessere Hälfte, zu entwickeln. Am 24.02. ist Vollmond in den Fischen, einem artverwandten Wasserzeichen. Eine bezaubernde Nacht für die Liebe, doch Vorsicht! Der Fische-Vollmond liebt Drama, Gefühlstiefe und Karma-Verstrickungen. Beruf. Bis zur Monatsmitte führen unruhige Merkur- und Mars-Aspekte dazu, dass es am Arbeitsplatz Missstimmung und Missverständnisse gibt. Lassen Sie sich jetzt bitte wichtige Anweisungen schriftlich geben. Engagieren Sie sich nicht in Klatsch und Tratsch oder gar in Intrigen, das fiele sofort auf Sie selbst zurück. Am 17.02. steht Venus in Konjunktion zu Pluto. Perfekt, um Ihre Geschäfte zu sortieren, denn Venus steht in der Astrologie auch für Geld und Pluto für den Reichtum des Abgründigen. Es könnten neue Angebote im Job entstehen, die Sie prüfen sollten. Am 28.02. steht die Sonne in Konjunktion zu Saturn und lässt Sie ungemein strahlen, denn jetzt kennen Sie Ihre Bestimmung, Ihre Berufung, Ihre Talente und wissen sie auch einzusetzen. Gesundheit. Am 19.02. ist der astrologische Zeichenwechsel. Sonne in den Fischen bedeutet, dass Sie jetzt Ihren Gefühlen unbedingt mehr Raum lassen sollten. Als Skorpion empfinden Sie manchmal extrem und schämen sich dann, alles zu zeigen, was in Ihnen vorgeht. Doch die ständige Unterdrückung Ihres starken Seelenlebens kann auf Dauer zu körperlichen und auch psychosomatischen Beschwerden führen. Spirituelles. Mit dem Neumond im Wassermann am 9.02. können Sie als Skorpion auf den ersten Blick nicht viel anfangen. Es ist eine zu luftige, leichte, lichte und unverbindliche Energie. Die geistige Welt will Ihnen aber am 9.02. genau das nun deutlich machen, dass Sie in Ihrem Leben oft zu sehr an etwas festhalten, sich zu sehr an etwas verrennen. Genau das sollten Sie jetzt hinter sich lassen. Der Neumond im Wassermann ist perfekt dafür, Verhärtungen in der eigenen Psyche zu überwinden.